Schön, dass du wieder dabei bist. Heute Homeoffice, ein Basisprogramm für dich. Du kannst direkt starten im Vierfüßlerstand. Leg dir gerne eine Decke unter die Knie. Und das Ziel heute ist, dass du deinen ganzen Körper bewegst, in die Kraft, aber auch in die Dehnung gehst. Schließ die Augen. Und dann beginn ganz entspannt tief ein- und tief auszuatmen. Starte mit Katze, Kuh, werde ausatmend rund. Und mit einer Einatmung gehst du so eine ganz entspannte Rückbeuge. Die Yogastunde heute widme ich allen, die im Homeoffice sind, Homeschooling, viel zu Hause. Aber das Ziel ist auch, dass du zu Hause für dich es immer wieder mal schaffst, die Matte auszurollen, dich zu spüren, dich zu bewegen. Und dass du deine Komfortzone verlässt. Spür dich jetzt über die Ein- und Ausatmung, die Beweglichkeit deiner Wirbelsäule. Du kannst das zusätzlich ergänzen, indem du das Becken so ein bisschen nach links und rechts schiebst, in so ganz leichte Seitbeugen mitgehst. Probier dich hier aus. Mach das ganz intuitiv. Und dann kommst du einatmend zurück in eine neutrale Position, schaust mal nach vorn. Dein Becken bleibt genau über den Knien und du wanderst mit deinen Händen weit nach vorn. Anahata-Asana und die Stirn kannst du schon fast auf dem Boden ablegen. Probier das aus. Drück jetzt die Hände fester in den Boden und du ziehst die Kraft über die Hände hoch ins Becken und lässt dich vom Herzen noch ein Stückchen reinsinken. Tiefe Atemzüge. Ein ganz entspanntes Starten heute. Ein- und Ausatmen. Ich habe dir Übungen herausgesucht, um einfach auch für dich einen Ausgleich zu finden zum Homeoffice-Programm, Schonhaltungen aufzulösen. Öffne die Augen, wandere mit den Händen nach hinten. Lass mal die Zehen aufgesetzt und du setzt dich jetzt einfach auf die Fersen. Richte dich auf, verschränk mal die Finger und jetzt kannst du einfach die Handgelenke drehen. Schließ mal die Augen und spür die Bewegung in den Handgelenken. Das sind Übungen, die kannst du auch im Alltag integrieren, wenn du am Computer sitzt, so zwischendrin, mal in die andere Richtung. Und dann wieder zurück, öffne die Augen, Vierfüßlerstand. Halte die Basis über deine Füße und du drehst die Hände jetzt die Finger Richtung Knie. Also genau, von nach außen drehen und dann zu deinen Knien 180 Grad. Schließ die Augen. Drück die Fingerkuppen fester in den Boden und starte wieder mit Katze Kuh. Werde rund, atme aus. Einatmen, kippe in die Rückbeuge. Heb dein Herz an. Heb die Mundwinkel an. Und finde so deinen eigenen Atemrhythmus. Und diese Übung jetzt hilft dir einfach auch mehr Aufmerksamkeit in deine Handgelenke zu bekommen. Hier auch mehr Kraft aufzubauen, mehr die Dehnung zu gehen. Und du spürst es vielleicht auch, dass die Schultern jetzt ganz anders gefordert werden, alleine durch die Veränderung der Handposition. Kommst dann langsam zurück, öffne die Augen, bring die Hände in eine neutrale Position und setz dich noch einmal mit deinem Gesäß auf die Fersen. Jetzt kannst du mal die Arme nach vorn schieben, nach oben und du machst Fäuste und streckst die Finger. Sind alles Übungen, die du in deinen Alltag integrieren kannst. Wenn du zu Hause mal am Computer sitzt, mach das mal zwischendrin. Diese Übung hilft dir, wieder Kraft in deinen Fingern aufzubauen, die Handgelenke zu stabilisieren, die Unterarmmuskulatur. Mach das noch ein bisschen weiter. Heb die Mundwinkel an. Und jetzt bringst du mal die Arme 90 Grad zur Seite. Weitermachen. Und du drehst die Handflächen nach oben. Oben, streck auch die Daumen und zieh die Schultern weit nach hinten, unten.
Mach weiter. Und jetzt darfst du die Arme noch ein Stückchen nach unten sinken lassen. Und alle 10 Finger strecken. Wie geht's dir, Susi? Wenig begeistert, weil du das einfach zu Hause bestimmt auch wenig gewöhnt bist. Und deshalb ist es gut, das zu üben. Ich hoffe, du bist noch dabei. Atme aus, löse auf und komm an in der Stellung des Kindes. Schieb einfach mal die Arme nach hinten und lass dich richtig schön schwer sinken. Spür mal, was macht deine Handgelenke, die Finger. Vielleicht spürst du so ein Kribbeln. Wie geht's dir jetzt? Tiefes Ein-, Ausatmen. Und dann schiebst du mit der nächsten Einatmung die Arme ganz weit nach vorne. Lass mal die Stirn abgelegt, komm auf deine Fingerkuppen, heb die Schultern an. Und jetzt hebst du auch den Kopf an, bis die Ohren zwischen die Oberarme gehen und du wanderst mit deinen Händen weit nach links, nimm den Oberkörper mit. Lass die Dehnung zu in deiner ganzen rechten Körperseite. Und dann kommst du einatmen, zurück in die Mitte, krabbelst mal nach rechts. Atme tief durch und dann wieder zurück in die Mitte. Heb den Oberkörper an und setz dich jetzt einfach mal bequem hin, gern erhöht auf eine Decke. Verschränk die Finger hinterm Kopf, schließ die Augen und beginn, den Hinterkopf fester in die Handflächen zu drücken. Geh bewusster in die Aufrichtung, aber entspann die Schultern, indem du die Schultern ganz leicht nach hinten unten ziehst. Du wirst heute die Bauchdecke noch kräftigen und jetzt gibt es einen kleinen Vorgeschmack. Du ziehst die unteren Rippen leicht nach innen, den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule und drehst dich ausatmen mit dem ganzen Oberkörper nach links. Atme, lass die Augen geschlossen und werde innerlich ruhig. Lass die Weite im Herzen zu, schick den Atem bis hoch über die Achselhöhlen in die Ellenbogen und du kommst einatmen zurück in die Mitte. Mit einer Ausatmung drehst du dich nach rechts. Halte die Körpermitte ganz aktiv und beginn tief in den Brustraum zu atmen. Ein- und ausatmen. Lass dich so ein Stückchen in die Rückbeuge sinken, heb dein Herz an. Und diese Qualität, die wirst du heute in den nächsten Übungen wiederholen. Komm einatmen zurück und jetzt gehst du einfach mal in so eine Seitbeuge nach links, heb den rechten Ellenbogen Richtung Decke. Kannst gern zu Hause die Augen schließen, mal den Blick nach innen richten. Einatmen zurück in die Mitte und dann beug dich mal nach rechts, heb dein Herz an, lächel. Und dann wieder zurück in die Mitte, löse auf und finde den Weg zurück in den Vierfüßlerstand. Jetzt schau, dass du wirklich mit deinen Händen zum Anfang deiner Matte kommst. Du kannst auch die Decke mit ein Stückchen nach vorne nehmen. Bring die Finger weiter auseinander und du schiebst deinen rechten Fuß nach hinten, links dazu, Liegestütz, herabschauender Hund. Wir wiederholen das noch zweimal, einatmen, Liegestütz. Ausatmen, herabschauender Hund. Liegestütz, atme ein. Herabschauender Hund, atme aus. Schaust du nach vorn zu deinen Händen und du greifst die Matte von außen mit deinen Händen. Das ist so eine Lieblingsposition von mir. Ich liebe das. Jetzt kannst du richtig schön in die Kraft in deiner Rückseite hineingehen. Stell dir vor, die Matte auseinanderzureißen und komm mit deinen Schulterblätterspitzen sanfter zueinander. Hebe aber die Schultern an. Deine Arme sind mikrogebeugt. Und die Susi fängt komischerweise an, leicht zu zittern. Das ist jetzt eine schöne, kraftvolle Übung. Geh voll in die Kraft rein. Ein- und ausatmen. Und dann atme aus, bring die Hände zurück in die Ausgangsposition. Du läufst mit deinen Füßen nach vorn in die Vorbeuge, Uttanasana, die Decke zur Seite legen und lass dich ganz entspannt sinken. Bring die Hände an die Hüfte, atme ein und komm hoch zum Stehen.
Hände zum Herzen. Eine Runde Sonnengruß. Schieb die Arme über vorn nach oben. Atme ein. Vorbeuge ausatmen. Halbe Vorbeuge einatmen. Rechts, links, nach hinten herabschauender Hund. Liegestütz einatmen. Schweb zum Boden, atme aus. Komm nochmal in die sanfte Kobra, heb dein Herz an, herabschauender Hund. Schau nach vorn zu deinen Händen, Achtung, zieh nur deinen rechten Fuß nach vorn. Mach einen großen Schritt. Bleib hier für einen Moment, Füße hüftgelenksbreit und finde eine Stabilität im Becken, indem du die linke Hüfte so ganz leicht nach vorn ziehst. Halte das. Drück jetzt die Füße mit voller Kraft in den Boden und du verschränkst die Finger hinterm Kopf. Ich liebe das. Halte das. Atme. Werde weiter im Becken deiner Körperrückseite. Halte deinen Atem, also bleib mit deinem Atem in Verbindung. Und ganz langsam hebst du den Oberkörper an. Richte dich auf. Sehr gut. Schieb die Krone vom Kopf höher. Bauchnabel zieht wieder ganz leicht nach innen und du drehst dich einmal nach rechts. Das hast du im Sitzen schon geübt, dieselbe Sequenz. Dreh dich noch ein Stückchen auf. Zurück in die Mitte, dreh dich einmal nach links, lächle, Susi mal ein Lachen. Wieder zurück und jetzt gehst du einmal in die Seitbeuge nach rechts. Und da darfst du bleiben. Atme, spür dich, Homeoffice. Deine Chance, immer wieder mal den Körper so intensiv zu erfahren wie jetzt. Langsam zurück, bringst die Hände auf die Matte, linker Fuß nach vorn, atme tief aus, lass dich sinken, mach dann mit deinem rechten Fuß einen ganz großen Schritt nach hinten in den Ausfallschritt. Schließ mal die Augen, spür dich für einen Moment, kannst dich sammeln, wieder die Ruhe zurückführen. Vielleicht auch nochmal zu reflektieren, wie geht's dir jetzt? Homeoffice, jetzt bist du plötzlich mit deinem Körper in einem intensiven Austausch, bist in deiner Wärme, in deiner Hitze, in deiner Energie angekommen. Öffne die Augen, stell dir Kraft vor, die du von außen zurück ins Becken ziehst und aus dieser Stabilität heraus. Heb den Oberkörper an. Verschränk die Finger hinterm Kopf. Kannst du jetzt mit dem Oberkörper mal direkt nach oben kommen? Werde stabil in deiner Mitte, indem du den Bauch leicht nach innen ziehst und du drehst dich einmal nach links. Ruhiger Atem, einatmen zur Mitte, dreh dich mal nach rechts. Sehr schön. Zurück in die Mitte, Seitbeuge nach links. Und hier bleibst du, atme. Ist eine schöne Psoas-Dehnung, kennst das, Hüftöffner. Zurück, lass die Hände verschränkt und jetzt kippst du aus dem Becken nochmal nach vorn, Oberkörper parallel zum Boden. Im besten Falle hast du deinen Bauch auf deinem linken Oberschenkel abgelegt, dein Atem fließt und du bist im Becken richtig schön weit. Hier fließt die Energie. Atme. Sehr gut. Hände zurück auf die Matte, herabschauender Hund. Einatmen, Liegestütz. Und jetzt darfst du dich auf den Bauch ablegen. Die Hände machen ein Kissen. Der Blick geht zur Seite. Und gönn dir einen Moment des Nachspürens. Lass den Atem ganz ruhig, ganz gleichmäßig werden. Homeoffice-Programm, ich habe dir Übungen herausgesucht, die es dir ermöglichen, einfach zu Hause immer wieder den Einstieg ins Yoga zu finden. Einfach, aber effektiv. Du merkst den Atem jetzt auch in deiner Körperrückseite. Wie dein ganzer Körper atmet, wie dein ganzer Körper pulsiert. Jetzt hast du die Chance, in die Aufrichtung, in die Weite zu gehen,
einen Ausgleich für dich zu finden. Die nächsten Übungen werden dir nochmal helfen, auch gerade die Rückenmuskulatur zu kräftigen, um auch so einen typischen Rundrücken zu vermeiden. Und dazu lade ich dich jetzt ein. Leg mal die Stirn auf den Boden ab. Verschränke nochmal die Finger hinterm Kopf. Lass mal die Ellenbogen schwer Richtung Boden sinken. Geh mit deiner Aufmerksamkeit nach hinten zu deinen Füßen, drück den Spann fester in den Boden, Beine aktiv, Unterrücken lang, indem du das Steißbein leicht nach innen ziehst. Und jetzt hebst du zuerst die Ellenbogen an. Stell dir vor, die Ellenbogen ziehst du weit auseinander und dann aus der Kraft des Rückens hebst du den Oberkörper an. Halte das und beobachte, was passiert. Die kleinen Bewegungen der Ein- und Ausatmung. Du kannst einen Schritt weiter gehen, heb noch die Knie, die Füße an, lächel, atme, spür die Kraft in deiner Rückseite und jetzt streckst du die Arme ganz weit zur Seite. Dreh die Daumen wieder nach oben, heb dein Herz an, zwei Atemzüge, tief einatmen, vollständiges Ausatmen, tiefes Einatmen, ausatmen, herabschauender Hund. Sehr gut. Schließ für einen Moment die Augen und lass den Körper, den Atem wieder ruhig werden. Öffne die Augen, dein Blick geht nach vorn. Wir gehen jetzt gemeinsam in die Taube. Du ziehst dein rechtes Knie zur rechten Hand. Jetzt lass dir mal ein bisschen Zeit, legst das linke Knie ab, den linken Fuß nach hinten ausstrecken und du wanderst mit deinen Händen so ein Stückchen nach hinten, vielleicht unterhalb deiner Schultern auf deinen Fingerkuppen und jetzt lass dich richtig schön schwer ins Becken sinken. Zur Taube gibt es ein schönes Tutorial, ich verlinke es dir mal mit. Ist so eine Grundübung im Yoga, die du immer mitüben solltest. Schließ mal die Augen und finde so einen Ankerpunkt im Becken. Hier bist du ganz stabil. Und aus dem Becken beginnst du dich aufzurichten. Öffne jetzt die Augen. Du kannst das mal probieren. Und wenn es dir zu viel ist, lass es einfach weg. Bring die rechte Hand auf dein Knie. Die Bauchdecke ist aktiv. Halte das. Und wenn du einen Schritt weiter gehen möchtest, legst du mal die linke Hand auf deinen linken Fuß ab, so die leichteste Variante. Atme, spür dich. Sollte jetzt im Rücken keinen Stress für dich bedeuten. Atme aus, öffne die Augen und du kippst nach vorne in die Taube. Mach zwei Fäuste und leg die Stirn auf die obere Faust ab. Schultern sind richtig schön offen und weit, die Ellenbogen auseinandergezogen. Und gönn dir ein tiefes Durchatmen, ein bewusstes Ankommen bei dir, einen Ausgleich zu finden. Ein- und ausatmen. In der nächsten Ausatmung öffne deine Augen, platziere die Hände genau unter die Schultern und gib mehr Gewicht auf die Hände, die Finger großzügig geöffnet. Vielleicht ist die nächste Sequenz neu für dich. Probier das aus. Komm auf die Zehen von deinem linken Fuß und du schaust zuerst zu deinem Bauchnabel. So wie du zum Bauchnabel schaust, siehst du die unteren Rippen nach innen aktivieren, die Bauchdecke. Halte das und dann heb den Blick an. Und wie so ein Lift löst du das rechte Knie, den rechten Fuß um ein paar Zentimeter, das hintere Bein aktiv gestreckt. Und da bleibst du. Na, liebe Susi, Susi zittert wieder, vielleicht vor Freude. Atme und wir bleiben da noch für einen Atemzug. Atme ein. Und jetzt schiebst du deinen rechten Fuß nach hinten, oben in den dreibeinigen Hund, nennt sich das Ganze. Ausatmen, rechten Fuß sinken lassen. Einatmen, Liegestütz. Schweb zum Boden, atme aus. Sanft in die Kobra, heb dein Herz an. Herabschauender Hund. Dein Blick geht nach vorn, die für die andere Seite, zieh das linke Knie zur linken Hand. Lass dich schön schwer ins Becken sinken, nimm dir die Zeit, die du brauchst,
Du bleibst möglichst aufgerichtet. Und als Variante, wenn du magst, bring das, die linke Hand auf dein linkes Knie. Bauchdecke aktiv, gibt dir eine gute Stütze für den unteren Rücken und vielleicht bringst du die rechte Hand zum linken Fuß. Dein Atem fließt. Tief ein, tief ausatmen. Und jetzt spür mal, welche Muskelaktivität du brauchst, um hier in der Aufrichtung zu bleiben. Es ist ganz viel Stabilität notwendig, viel Fokus. Öffne die Augen und dann kipp nach vorn, komm an in deiner Taube, am besten wieder zwei Fäuste machen, leg jetzt die andere Faust nach oben. Es gibt immer so Lieblingspositionen, verändere das mal. Und lass dich über die Rückseite richtig schön sinken. Beide Schultern sind gleichmäßig angehoben. Vielleicht kannst du für dich das mal spüren und beobachten. Meistens hängt so eine Schulter weiter oben. Und genau dort entspannst du rein. Gönn dir ein bewusstes Ankommen. Tiefes Ein- und Ausatmen. Jetzt öffne die Augen, platziere die Hände wieder unter die Schultern, gib Gewicht auf die Hände, erde dich, schau Richtung Bauchnabel, zieh alles Gefühl Richtung Mitte und jetzt kannst du das linke Knie, den linken Fuß anheben, das rechte Bein strecken und verweile hier für einen Moment. Und wenn es dir schwer fällt, dann übe solche Sequenzen. Gibt es zukünftig ein paar Videos noch dazu. Super, Bauchmuskulatur. Oberarme, Rücken, Ganzkörperprogramm, inklusive Lächeln. Gib Gewicht auf die Hände und schieb deinen linken Fuß weit nach hinten oben. Streck dich nochmal bewusst aus. Ausatmen, linkes Bein sinken lassen. Liegestütz. Jetzt wird es entspannt. Schweb zum Boden. Und du drehst dich einmal auf dem Rücken. Kannst dich schon mal auf eine entspannte Abschlusssequenz freuen. Die Füße aufgestellt, vorm Gesäß, mattenbreit. Knie berühren sich. Leg die Hände einfach locker auf den Bauchnabel ab. Deine Schultern dürfen entspannen. Und beobachte. Beobachte dich selbst. Das ist das Ziel in der Yoga-Praxis, in so eine neutrale Beobachtersituation zu kommen, wo du dich nicht ber- und auch nicht verurteilst, wo du einfach schaust, was ist, ohne zu werten, ganz, ganz neutral. Bleib mit dieser ruhigen, entspannten Atmung in Verbindung. Deine Füße gehen jetzt hüftgelenksbreit zusammen. Streck mal das rechte Bein hoch zur Decke, verschränk die Finger hinter deiner rechten Oberschenkelrückseite. Lass deine Augen geschlossen. Und du drückst nochmal die Oberschenkelrückseite in die Handflächen und gegen diesen Widerstand streckst du das rechte Bein. Schultern entspannt. Wenn du regelmäßig mit uns übst, dann kommt dir diese Sequenz bekannt vor und diese Übungen sind ein Geschenk für den unteren Rücken. Nimmst einfach ein bisschen Spannung aus deiner Lendenwirbelsäule heraus, kannst dich wieder mental auch runterfahren. Und dann atme aus, halbes Happy Baby, beug das rechte Bein, rechte Hand zur rechten Fußaußenseite. Bleib hier für einen Moment. Vielleicht kannst du für dich jetzt nochmal erkennen, wie wohltuend, wie wichtig so eine körperliche Aktivität ist, gerade wenn du viel im Homeoffice dich befindest.
Nein, nein, atme einfach mal aus und schieb den linken Fuß weit nach vorn. Streck das linke Bein aktiv aus. Mit deiner linken Hand kannst du den linken Oberschenkel noch ein Stückchen weit Richtung Boden schieben. Atme aus, löse auf, rechtes Bein ausstrecken. Gehst jetzt direkt auf die andere Seite, beide Füße wieder aufstellen. Vorm Gesäß, streck das linke Bein aus, verschränk die Finger hinter deiner linken Oberschenkelrückseite. Und finde für dich deine Dehnung, deine Dehngrenze. Ruhiges, gleichmäßiges Atmen. Ein- und ausatmen. Du kannst dich mental über die Körperrückseite in den Boden sinken lassen. Lass los. Aus dem Kopf im Körper wieder ankommen. Und dann gehst du ins halbe Happy Baby. Linke Hand zur linken Fußaußenseite. Das linke Knie ziehst du ein Stückchen weiter Richtung Achselhöhle heran. Also das kippt nicht nach außen, sondern mehr Richtung Körper ranziehen. Ganz entspannen die Gesichtszüge. Jetzt kannst du das rechte Bein nochmal ausstrecken. Schiebe es nach vorn. Lass dir nochmal die Dehnung zu deiner Hüftbeugung. Muskulatur rechts. Geh jetzt ins volle Happy Baby. Zieh auch das rechte Knie nochmal heran. Dann kannst du einfach so ganz spielerisch so ein bisschen nach links und rechts schaukeln. Dann darfst du die Hände lösen, Füße aufstellen und du rollst dich über die Seite hoch zum Sitzen. Setz dich nochmal bequem hin, gerne erhöht auf eine Decke. Und schalte noch nicht ab, sondern leg die linke Hand auf dein Brustbein, die rechte Hand auf die linke Hand. Und gerade das sind die wichtigen Momente im Yoga, das Dankbarsein, Nachspüren, das Zulassen. Bedanke dich bei dir selbst für die Übungspraxis, für die gute Idee, dass du heute zu Hause dir Zeit gegönnt hast, den Körper bewusst intensiv zu bewegen und damit einen guten Ausgleich zu deinem Homeoffice zu finden. Atme aus, öffne deine Augen, löse die Hände. Ja, vielen Dank für dein Üben mit uns. Das Video war mir ein Bedürfnis. Homeoffice, Homeschooling, vieles spielt sich zu Hause ab. Yoga darf sich auch zu Hause abspielen, vielleicht bald wieder im Yogastudio. Gib uns gerne mal ein Feedback, wie dir das Video gefallen hat. Es gibt vielleicht auch mal einen Teil 2 dazu. Und du kannst den Kanal da abonnieren und hier gibt es das nächste Übungsvideo für dich. Komm gut durch die Zeit und viel Spaß im Homeoffice, viel Spaß zu Hause.